anderer. 3 Minuten später im Strafraum bekommt Kevin Weidlich die Kugel vor die Füße und kann ihn über die Linie stochern. Endlich das 1:0. Ja, und seine Geste deutet auf ein weiteres freudiges Ereignis hin. Er wird demnächst Vater und das scheint weitere Energien freizusetzen. Und das Tor, die Nummer 7, macht das vorentscheidende 3:0 gegen völlig überforderte Gäste aus der Landeshauptstadt. Mit Applaus geht es kurz danach in die Kabine. Kotto spielt wie immer. Hilo hat links Platz. Guck, schießt Pfosten und das Tor. Kevin Weidlich macht's in Torjägermanie. Ein wenig deutete es sich in den letzten 15 Minuten an. Energie wurde stärker, die Kräfte der Hausherren schienen zu schwinden. Es trat das ein, was Wollitz immer gepredigt hat. Geduld und hohes Tempo werden belohnt. Zumindest aus was der Spielweise der Cottbusser natürlich entgegenkommt. Kevin Weidlich wieder über rechts in die Mitte zu Strelli Mamba. Ah, was macht er da? Aber das Maximilian Zimmer 2:2. Eine Zimmerecke. Kevin Weidlich steigt hoch und macht das 1:1. Mit viel Schwung waren sie aus der Kabine gekommen und können diesen direkt in ein Tor ummünzen. Weidlich bereits mit seinem 4. Saisontor. Die Regie im Spiel, Kevin Weidlich treibt rechts den Ball nach vorn, sieht Strelli Mamba in der Mitte und die Flanke passt perfekt für den Torjäger. 1:0 für Energie. Nach 24 Minuten, Lasse Schlüter bringt ihn in den Strafraum, wo Kevin Weidlich hochsteigt und zum 2:0 einnetzt. Die Fürstenwalder Abwehr fühlte sich nicht so richtig zuständig. Spätestens jetzt muss das Heimteam zulegen, wollen sie hier noch eine Chance haben. Das macht marschiert. Pass auf Kevin Weidlich. 1:0. Besser kann man es nicht machen. Der Siemer sprintet perfekt in die Lücke. Der Pass sitzt. Der Abschluss auch. Die Ecke kommt von Maximilian Zimmer genau auf Kevin Weidlichs Kopf. Und er hämmert das Ding ins Tor. Das wichtige 3:1 für Energie. Wieder in einer Phase, in der die Gäste offensiver wurden. Pass auf Kevin Weidlich, der schaut sich Samuel Aubele aus, zielt und macht das Tor. 1:0 für den FCE und Weidlichs 6. Tor in der Saison. Doppelt so viele wie in der letzten. Kevin Weidlich zeigt, dass es auch spielerisch geht. An der rechten Seite setzt er sich gegen mehrere Flensburger durch. Seine Aktion endet mit einem Freistoß. Nachspielzeit, Energie nochmal im Vorwärtsgang. Kevin Weidlich hat Platz und Zeit. Seine Flanke erreicht Paul Germann. Kopf. Effektiv. Wax liegt unfreiwillig auf, aber das geht auch unheimlich konzentriert. Eingespielt und ruhig der Pass von Weidlich auf Strelli Mamba am langen Pfosten. Mamba will, der muss richtig blechen, daran lässt Energie keinen Zweifel. Und Mamba, der war sofort präsent. Weidlich mit schönem Zuspiel in der 2. Minute. Und da ist Mamba und lässt die erste dicke Gelegenheit liegen. Am Wochenende in Wiesbaden sein Doppelpack. Hier fehlen nach 106 Sekunden nur Zenti. Nicht nach vorne, sondern nach hinten. Weil Weidlich, der vorne 1 Bolide, seine Schnelligkeit einsetzt. Und er hatte noch so einen Kompagnon da vorne, nämlich Strelli Mamba. Und der schießt das 2:0. Aber wieder hat der Schiedsrichter was dagegen. Der Schiedsrichter spielt den Spielverderber. Und zu Unrecht erneut eine Fehlentscheidung. Aller guten Dinge sind 3. Heute ein intensives Spiel in der 2. Halbzeit. Noch intensiver als schon im 1. Abschnitt. 60. Minute. Der starke Zimmer überragend mit der Hacke Weidlich. Und dann Strelli Mamba mit einem der Vorarbeit und dann ist es einfach ein Treffer, den man so wirklich nicht riecht. Freistoß für die Cottbusser, der Ball landet bei Weidlich und der trifft. Anschlusstreffer für Energie Cottbus, 57. Minute, erstes Drittligator im 12. Spiel für Weidlich und Cottbus wieder drin im Spiel. Nach der Standardsituation Freistoß kam von Lasse Schlüter. Wurde immer besser im Spiel. Feiner Hackentrick hier. Weidlich mit der Flanke. Und Dimitar Rangelhoff.
35 Jahre bereits alt, aber sein dritter Saisontreffer. Pele Volic sah genau die Reaktion, die er von seiner Mannschaft gefordert hatte. Hier der schöne Hackentrick von Geißler, die klasse Flanke und dann Rangelhoff mit seiner ganzen Erfahrung. Keine Chance für Chelios im Rostocker Tor. In der Mitte entscheidend Hüsing. 10 Minuten vor Schluss. Weidlich, der Kapitän, Rangelhoff mit Adduktorenbeschwerden heute nicht im Kader. Deswegen Weidlich mit der Binde auf Mamba! Erneut die dicke Gelegenheit. Ungeschlagen. Dann Jasula. Der hat eine ganze Menge Platz und ein feines Füßchen. Perfekte Flanke auf Weidlich. Der Ausgleich in der 28. Minute. Die zweitbeste Defensive der Liga. Sieht zweimal nicht gut aus. Erst verhindern sie die Flanke nicht. Und dann hat Weidlich zu viel. In Zwickau hat Energie noch nie gewonnen. Höchstwahrscheinlich bleibt das so. Aber Kevin Weidlich hat in der 89. Minute doch noch einmal was dagegen. Der Hoffnungsschimmer des Rechtsverteidigers, der kommt im Wochenende gegen Rostock fehlt, kommt noch einmal angeflogen. Er hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Letztlich bleibt es beim 1:2 aus Sicht der Kuss jetzt mit absolut breiter Brust. Kevin Weidlich bekommt den Ball, zieht einfach mal ab. Das 2:0, vierter Saisontreffer für ihn, 2:0 für Cottbus, unfassbar wichtig, aber auch ganz, ganz schwach verteidigt.